Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von American Truck Simulator Staffel 2 Reloaded. Wie ihr hören könnt, scheint es zu regnen, oder es regnet. Wir fahren heute, wir fahren einen Containerstapler, 118.500 Pfund, von Phoenix nach Barstow, Kalifornien. Wir haben knapp 400 Meilen vor uns. Okay, eigentlich stand da nicht gerade 395 Meilen. Naja, egal, 367 Meilen haben wir vor uns. Und die legen wir jetzt mal hinterher. Wir bekommen 17.000 Dollar für den Auftrag. Haben demnach dann 115.000 knapp. Und sind dann im Grunde genommen eine Folge vom eigenen LKW entfernt. Wenn ich mich recht entsinne. Schlappen wir heute Regen auf. Gott, ich sehe nichts. Eigentlich hatte ich gerade vorgehabt, Eurotruck Simulator 2 aufzunehmen, aber dafür ist es... Ja, das habe ich mich jetzt doch wieder umentschieden. Das mache ich dann doch wieder beim Morgen. Dafür ist mir das Ganze dann noch ein bisschen zu unentspannt jetzt hier gerade zu fahren. Von der Sonneneinstrahlung ein bisschen zu spät angefangen. Aber gut passiert. So auf 2 Meilen über dem Tempolimit sein. Oh, die habe ich fast gar nicht gesehen. Ja, in 7,5 Stunden werden wir erwartet. Oder sind wir da, besser gesagt. Wann wir erwartet werden, weiß ich gar nicht genau. Ich dachte schon, du willst fahren. Ich dachte schon, du willst fahren. Diese Seite sind wir doch nie drauf gefahren, kann das sein? Zumindest kommt mir diese Straße überhaupt nicht bekannt vor. Also gar kein bisschen bekannt vor. Wait a second. Wenn wir sowieso warten, dann schalte ich nochmal kurz den Kontrast höher, vielleicht sehe ich noch ein bisschen mehr. Okay, nicht sonderlich. Ich habe das Gefühl, das kann auch ein bisschen dauern. Es sei denn, wir nehmen uns die Vorfahrt, ne? Natürlich, also. So lange wollte ich noch hier nicht warten. Wir wollen ja stetig noch mal ankommen, ne? So ist es ja nicht. Das Gefühl, wir sind zu weit rechts, links. Ich merke schon, wir fahren wirklich so durch komplette Ballungszentrum von Phoenix.
Das ist auch wiederum schön, ne? Phoenix ist halt so eine schöne, doch etwas größere, ausgebaute Stadt. Vanillamäßig. Und da macht das halt schon Spaß, durchzufahren. Weil man erlebt auch ein bisschen was. Ist da vorne ein Unfall passiert oder warum geht es hier nicht weiter? Oder ist da vorne auch eine Ampelanlage? Okay, eine Ampelanlage. Dann wollen wir mal rauf auf den, auf die Interstate. Interstate Richtung Ehrenberg. An Ehrenberg fahren wir nämlich erstmal noch vorbei und fahren quasi von Ehrenberg aus in Kalifornien wieder rein. Dass noch gar keiner rechts abbiegen will, das ist auch schon traurig für uns. Ansonsten würden wir ein bisschen mehr vorankommen. Na doch, der zweite wollte abbiegen. Leider nicht der erste. Ah, oh, das passt. Wunderbar. Fahr doch. Dass wir mit 40 Miles per Hour Probleme haben, auf den Highway zu kommen, auf die Interstate zu kommen, ist natürlich schon echt belastend. Dass einem da irgendwie nicht, keine Ahnung, dass da nicht Platz gemacht wird oder dass die KI nicht schneller fährt, weil gefühlt fuhr sie 50. Das Tempo, also die 75 zu erreichen, werden wir wahrscheinlich ja weniger schaffen, aber werden wir deutlich mehr Mühe haben als mit der Fracht, mit dem Container Chassis in Staffel 3 reloaded. Da sind wir schön mit 80 Miles per Hour über die Interstate geprescht, wie auch immer, geflitzt. Oh Gott! Heilige Scheiße. Was auch immer das war. Das war auf alle Fälle mehr als nur unerwartet. Natürlich wieder mal schön ausgebremst. Ich habe erst gedacht, es kommt irgendwie eine Baustelle auf der linken Seite, aber nein, es war einfach nur ja das berühmte Einfädelungsproblem der Amerikaner. Na gut. Oder was auch immer das gerade gewesen ist. Dann werden wir wohl erwartet. Wir werden erwartet um. Nachmittag werden wir erst erwartet. Oh je. Dann rufen wir halt mal unterwegs wieder bei der Firma an und fragen, ob wir schon vor unserem Termin abladen dürfen oder abgeladen werden können.
Langsam wird echt unerträglich warm hier wieder. 15 Uhr und knapp 30 Grad wieder hier. Im Zimmer wahrscheinlich sogar schon über längeren Zeitraum. Aber 29 Grad, keine Ahnung. Von der Perspektive aus kann ich es gerade nicht wirklich erkennen. Aber man merkt, es wird Sommer. Beziehungsweise, ja. Es wird Sommer, kann man sagen. Ein bisschen mehr Flüssigkeit von oben wäre natürlich noch perfekt, aber es liegt ja leider nicht in unserer Macht. Und mit ein bisschen meine ich jetzt nicht einfach mal wieder, keine Ahnung, meine ich jetzt nicht, was weiß ich, Schulzflut und was weiß ich, ja, sondern halt eher nicht unbedingt anhaltender, aber doch schon so, ne, so mal ein bisschen mehr wieder Regen von oben, ne. Was weiß ich, von mir aus 2 Tage die Woche oder so. Und ein verregnerischer Tag, oder verregneter Tag. Damit es der Flora und Fauna auch wieder gut geht. Oder besser geht. Oder es erträglicher für die ist. Und da sind wir schon bei Ehrenberg, okay. Heißt, es geht dann gleich in Kalifornien rein und demnach droppt dann auch das Tempolimit. Dann fahren wir noch ein ganzes Stück nach durch Kalifornien durch, bis wir in Warsaw sind. Somit sind wir mittlerweile in Kalifornien. Eieiei, knappe Kiste hier wieder. Warum wollen wir denn noch langsamer werden? Was ist denn jetzt wieder das Problem? Oh, wir müssen jetzt abbiegen. Ist da was? Okay, wir sind sofort. Okay, Moment. Dann fahren wir halt woanders lang. Warum sollten wir denn jetzt hier lang fahren? Das war doch gar nicht eingezeichnet, oder? Also wir hätten eigentlich geradeaus weiterfahren müssen und nicht rechts hoch über den Highway. Das hat mich jetzt verwirrt. Das kam sehr überraschend. Denn ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir direkt nach Ehrenberg rüber sollten oder gen Norden fahren sollten. War ja eigentlich ganz gut, dass wir verpasst haben. War zwar ein bisschen verwirrend, aber gut. Ja, wir fahren weiterhin auf der Interstate 10, so wie es eigentlich vorgegeben war. Und mit so einer schweren Last, da fahren wir halt dann auch nur die zuerst angegebene Route. Das behaupte ich jetzt einfach mal. Und kurren jetzt hier wieder mit 50 Miles per Hour hinter denen her, weil die einfach nicht. Weil die KI bei den ganzen Dingern da immer langsamer wird, gefühlt, bei den ganzen Auffahrt-Prefabs. Oder weil sie einfach allgemein nur schleichen. Was ist das denn hier? Elefantenrennen mit dem Rollstuhl oder was? Also mit dem Dings, mit dem. Ja, mit einer Maus und keinem Elefanten oder wie? Ist das jetzt ein Mäuserennen oder was wird das hier? Geben wir hier nochmal ein bisschen mehr Freiraum.
gibt da scheinbar wieder eine Abfahrt. Ich denke mal, wir kommen auch langsam wieder so ein bisschen mehr in gebautere, also gemapptere Sachen. Also zusätzlich gemappt. Allerdings, ich habe keine Ahnung, wie das der Stand von der Map damals war. Das ist ja auch schon über ein Jahr her, anderthalb Jahre oder so. Der Stand, den wir gerade haben. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal mehr, ob das überhaupt noch weiter supportet wird. Wenn wir mal mit 2 Meilen über dem Tempolimit einen vorbei. Eigentlich dürften ja prinzipiell 3, aber weiß ich nicht. Das ist immer so ein bisschen komisch. Werden die denn auf der rechten Spur langsamer oder behalten die deren Tempo von, sagen wir mal, ein bisschen mehr als 57 bei? Werden langsamer, habe ich das Gefühl. Gut, der will auch natürlich auch raus, das ist natürlich wieder was anderes. Was? Es verengt sich? Oder Moment, verengt sich es nochmal oder verengt sich es einfach nur? Verengt sich einfach nur. Mehr oder weniger, gut. Ist jetzt hier auch ein bisschen enger geworden, die beiden Spurrichtungen so gesehen. Ich weiß gerade gar nicht ganz genau. Ich glaube, wir müssten wahrscheinlich eigentlich rechts runter oder so. Boah, noch nicht. Nö, wir fahren einfach weiter. Einfach weiter Richtung Los Angeles und Carlsbad. Gut, 150 Meilen haben wir noch. Mehr als die Hälfte haben wir jetzt durch. Aber dafür, dass ja die... Ich bin verwirrt. Für wen gelten jetzt 70 Miles per Hour? Gilt die für... hier, nehmen wir es mal... Ja, für alle Fahrzeuge, die keine LKW sind? Wenn ja, warum fahren die dann so langsam? Schön, wie hinter uns die Sonne aufgeht. Noch langsam mal hier hoch. Okay, ja, demnächst geht's hoch. Demnächst geht's gen Norden. Oh, ich ahne Böses. Das sieht mir von der Map her sieht das so ein bisschen aus, als ob das wieder so ein steiler Streckenabschnitt fällt, wo wir damit 20 Miles per Hour oder weniger hoch
Eiern. Ungefähr 54 Miles per Hour. Boah, 53,5, je nachdem, man weiß es nicht. Aber da würde ich rausfahren müssen, fahren wir jetzt dann nochmal deutlich langsamer hinterher. Und für den nicht so dicht auffahren. 96 Meilen haben wir noch. Okay. Jetzt sind wir ja schon fast wieder dort. Bereit zum Abladen. Bereit 17.000 zu kassieren. Bereits kurz vorm Freightliner zu stehen. Bereit, so. Ach, es ist schon schön hier zu fahren, während die Sonne hinten und aufgeht. Ich muss hier lang. Scheiße. Well, ja. Einmal nicht aufgepasst. Gut, dann bekommen wir halt nur 115.000, dann bekommen wir halt nur 15.000 für den Auftrag. Egal. Nach dieser Tour wird es aber wohl so der Fall sein, dass wir... Also nach der nächsten Tour, also nicht nach dieser Tour, sondern nach der folgenden Tour, werden wir aber genügend Geld haben, uns dann in der darauffolgenden, also in der übernächsten Folge dann den LKW zu kaufen. Den ersten eigenen. Das war gerade mein Fehler, da habe ich mal wieder geschlafen. Oh, nicht wirklich aufgepasst. Konzentration lässt aber auch echt nach. Also ich muss schon sagen, also vor 13 Minuten setzte bei mir wieder die Müdigkeit ein aufgrund der Wärme, der Sonneneinstrahlung von der rechten Seite und das aufgrund der Sonneneinstrahlung höher gestellte Kontrast auf dem Monitor. Wie gesagt, das muss alles weiter nach vorne verschoben werden. Und so ein Regentag wäre schon nice. Da kann man auch wieder mal ein bisschen, da muss man das nicht alles früh machen und so weiter. Was solche Projekte zum Aufnehmen betrifft. Ja, doch, wenn man es mal so betrachtet von, wobei kann man nicht sagen. Anders anspruchsvoll. Kann ich keinen Kontrast für niedriger stellen, allerdings nicht in diese Kurven. Nachtfahrten sind halt echt. Sind der Killer, da sieht man halt gar nichts mehr.
Wunderbar. Wir sind ja schon fast da, 35 Meilen haben wir noch. Nächste müssen wir nicht raus, sondern die übernächste. Wir werden natürlich nicht rausgelassen, weil die KI ein Arschloch ist. Wieder auf 57 Meilen Power. Nächste müssen wir doch noch nicht raus. Haarenschabel noch ein Stück. Wo fahren wir noch hin? Ah ja, Relics, boah, was denn noch sonst? Dann wird zumindest die Abladestation, das ist ja auch zumindest glücklicherweise entspannt. Bin ich froh, dass wir da sind. Das ist echt. Ach, warum will dann keiner abbiegen, wenn rechts abbiegen, wenn er vor ihm steht? Man sich mal den Platz nehmen muss oder auf den Platz warten muss, dass der einem nicht bereichert wird, der Platz. Boah, gestellt, weil du hast da nicht aufgeachtet, die wird von der Ja, aber gut. Ich glaube, das wäre dann nur noch unfassbar mehr Komplexität in dem KI-Code. Falls das hier überhaupt möglich ist. Wollen wir mal den restlichen Betrag, den wir noch bekommen nach dem Unfall, kassieren.
Hörst du? Gute Arbeit, nur noch Containerschlachter von Phoenix nach Barstow geliefert. 385 Meilen waren es. Wir haben 8 Stunden gebraucht, 73 Geld verbraucht, bekommen für 16.000 Dollar und 953 Erfahrungspunkte und sind demnach Level 7. Und gehen dann auf Klasse 2 von ADR Gase, eine flammbare Gase, zum Beispiel Acetylen oder Wasserstoff, Klasse 2.2. Nicht eine flammbare Gase, zum Beispiel kryogenische, tiefkalte Gase und Flüssigkeiten wie Stickstoff oder Neon. Klasse 2.3 giftige Gase, die beim Einatmen den Tod oder ernsthafte Verletzungen zur Folge haben können. Beispiele sind Fluor, Chlor und Blausäure. Und wie gesagt, wir sind bei 13.000. Nächste Woche könnte es sein, dass wir folgenden Auftrag fahren werden. Eine Planierraupe von Juma nach Oxnard. Das würde uns reichen, um die Kohle zu bekommen für den Freightliner Cascadia. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich sehe euch dann in der 14. Folge wieder. Von American Truck Simulator Staffel 2 Reloaded oder von American Truck Simulator Staffel 3 Reloaded oder einem anderen Video hier auf dem Kanal. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.